Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein weiteres Tutorial für euch und zwar mal was ganz anderes. Genauso wie ihr schaue ich ja auch in der YouTube-Welt umher und schaue so, was an Loombands Sachen Neues gibt. Und ich habe auf 2, 3 Kanälen etwas gesehen und zwar, wie man Gummibänder mit mehreren C-Clips bzw. S-Clips verbindet oder anfertigen kann, und da kamen mir wieder ganz, ganz viele Ideen, und ich denke, es wird in den nächsten Tagen jetzt mehrere Armbänder geben, weil ich habe so viele Ideen im Kopf, was ich euch zeigen möchte, wie ihr da Armbänder mit C-Clips machen könnt. So, und für das heutige Tutorial braucht ihr 2 verschiedene Farben. Ich habe mich für Weiß und Grün entschieden. Ihr braucht natürlich C-Clips. Ihr könnt es auch mit S-Clips machen, aber ich finde, mit C-Clip sieht es schöner aus. Und ihr benötigt auch einen Haken. So, und wie diese erste Variante jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Den Haken benötigt ihr nicht immer, nur wenn es vielleicht mal ein bisschen knifflig wird und ihr vielleicht mal irgendwie eine kleine Hilfe braucht. So, und heute zeige ich euch die erste Variante. Und zwar ist das super einfach. Ihr nehmt euch einen C-Clip. Nehmt euch ein grünes Gummiband und befestigt da den C-Clip dran. Jetzt nehmt ihr euch noch einen C-Clip und auch diesen macht ihr dran. Jetzt habt ihr hier die beiden C-Clips. Jetzt nehmt ihr euch ein weißes Gummiband. Und macht auch dieses mit in diese C-Clips mit rein. Dass es so aussieht. Jetzt nehmt ihr euch wieder ein weißes und ein grünes Gummiband. Nehmt euch das zusammen. Macht die beiden C-Clip zusammen. Und macht auch hier die beiden Gummibänder hinein. Jetzt geht es weiter. Jetzt kommt an dieses Ende wieder ein C-Clip und dann noch einer. Ihr seht, es ist ganz schön Fuggelarbeit. Es sieht so leicht aus. Einmal und zweimal. Und es geht wieder weiter mit Weiß und Grün. Macht ihr wieder so ein bisschen, die macht ihr zusammen, die macht ihr ein bisschen straff und dann geht das besser rein. So. Und weiter geht's wieder. Da sind S-Clips, die brauche ich nicht. Wie gesagt, am besten immer die Gummibänder straff machen. Weil da geht das am besten mit den S-Clips. Einmal.
einmal. So, dann achte drauf, dass die nicht irgendwie verdreht sind. Jetzt haben wir hier wieder die beiden S-Clips, C-Clips, ich verwechsel das jetzt immer. So, jetzt nehmt ihr wieder Weiß und Grün. Macht euch die wieder ein bisschen so straff und macht die rein. Zack. So. Und so macht ihr das jetzt, bis ihr eure Länge erreicht habt. Und dann habt ihr das fertige Armband. So, ich mache das jetzt fertig und dann zeige ich euch, wie das Ganze aussieht. So, ich arbeite ja immer um die Kamera rum, deswegen war das vielleicht alles so ein bisschen, ja, als wenn es sehr kompliziert ist. Aber wenn die Kamera nicht vor mir ist, dann geht das alles super schnell und super einfach. Und ich habe jetzt meine Länge gemacht für mein Handgelenk. Habe jetzt hier oben noch die zwei C-Clips. Und werde jetzt das Ende mit sozusagen dem Anfang verbinden. Und fertig ist mein Armband. Man könnte das Ganze jetzt noch mit 3 Gummibändern machen, 4 Gummibändern. Also da ist, ich sag mal, so viel wie der C-Clip aufnimmt. Also da geht bestimmt noch 3, ich sag mal, 3 gehen bestimmt noch rein. Und so erhaltet ihr, jetzt sieht es ein bisschen feiner aus. Sind es mehr Gummibänder, sieht es etwas dicker aus. So, ich habe hier auch nicht drauf geachtet, dass immer Weiß oben liegt. Ihr seht, ich habe das ganz durcheinander gemacht. Und wer es halt, ja, komplett grün haben möchte oben, der macht halt das immer so, dass das Gummiband grün ist. So, ihr seht, das ist ein schönes Armband, was ganz schnell und leicht zu machen geht. Sieht auch noch schick aus. Und ja, ihr benötigt dafür eigentlich kein Lumen, noch nicht mal einen Haken. Ihr braucht nur die Gummibänder und die C-Clips. So, ich hoffe, das kleine Tutorial hat euch ein wenig gefallen und ja, falls ihr diese Variante mögt, dann schaut doch einfach die nächsten Tage nochmal auf den Kanal, dann zeige ich euch noch mehrere Varianten, was ihr so mit C-Clips bzw. S-Clips anstellen könnt. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!